12 muss das Zimmer geräumt und bar bezahlt sein, also los. Ach, muss ich sonst als Tellerwäscher ran oder konfiszieren Sie meine Sachen? Ich werde noch was ganz anderes... Hey, Moment mal, es gibt Leute, die haben einen Grund, mich zu hassen, aber Sie haben sicherlich den geringsten dazu. Sie sind doch nicht in die Luft gegangen, weil dieses Daniel Trask-Ding nicht geklappt hat, sondern weil es jemand gewagt hat, sich gegen Sie zu stellen. Da muss ich Ihnen wohl noch dankbar sein für den Schaden, den Sie angerichtet haben. Sie haben prima Arbeit geleistet. Ich werde in einer Dreiviertelstunde nicht fertig sein. Was ist das? Es ist jedenfalls nicht meine Rechnung. Ein Doppelzimmer habe ich nicht. Leider ist der Hotelleitung zu Ohren gekommen, dass Sie kaum eine Nacht allein hier waren. Hier war niemand, der in der Stadt keine Adresse hätte. Und wen interessiert denn das? Sie werden zahlen. Sie denken, es war Kelly, hä? Deswegen das Theater hier. Wollen Sie mich bestrafen, weil ich Ihre kleine Prinzessin angefasst habe? Muss ich bezahlen für das Privileg, ja? Jetzt hören Sie sehr gut zu, Sie kleiner Stinker. Finger weg von mir. Ich weiß, dass sie dem Gesetz nach längst als erwachsen gilt. Doch ist sie nicht erwachsen, nicht solange sie nicht instinktiv Menschen wie Sie durchschaut. Ich hole ihn dann mittags ab. Ich brauche keinen Piloten. Okay, danke. Du siehst aus, als würdest du ein Abenteuer planen. Ich hoffe nicht. Also, Adriana wacht sicher bald auf. Und Chip wird sicher bald Hunger haben. Ich denke, Cruz hat es vorbereitet. Ich sehe gleich mal nach. Ich mach das schon. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Entschuldige, Carmen. Ist jemand da draußen, der gerade badet? Warum? Ist es am Strand so kalt für dich? Steh doch nicht so da, so halb drin und halb draußen. Komm rein. Dankeschön. Ta, 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 ta. Sag mal, also, was sag mal. Ich kann's erklären. Du willst doch jetzt nicht hämmern. Nein, noch nicht. Hör mal, Eden. Ich brauche etwas mehr Platz zur Entfaltung. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht wäre die Veranda der ideale Ort für mich. In Ordnung? Bleib doch einfach hier drin und leiste Carmen und den kleinen Monstern etwas Gesellschaft. Was baust du eigentlich? Oh, ein Meisterwerk. Streng geheim natürlich. Naja, weißt du, Carmen, Magie ist gar nicht geheimnisvoll. Sie ist nur sehr schwer zu erklären. Das ist alles. Entschuldige ihn, ich habe gerade Cruz gesehen. Wo ist er hingefahren? Er ist weggefahren. Er hat gar nichts davon gesagt. Naja, er war schon halb um den Block. Er wollte wohl den Kerl da oben besuchen, der gerade in das Haus da eingezogen ist. Hallo? Ankunft 17.15 Uhr, Craig Hunt. Suchen Sie nach mir, Inspektor? Ich schätze, dass Sie mich bei dem Lärm nicht hören konnten, Mr. Burr. Jedenfalls stand die Tür offen. Oh, dann werde ich wohl demnächst vorsichtiger sein. Das will ich hoffen. Jedenfalls würde ich es Ihnen raten. Eigentlich habe ich Ihre Frau erwartet. Ja, sieht gar nicht so aus. Gefällt Ihnen meine Kollektion? Was sammeln Sie denn? Oder besser gesagt, was sammeln Sie nicht? Ich meine meine Fische. Wunderschön, nicht wahr? Ja, das kann man sagen. Für meinen Geschmack aber etwas zu schrill. Was geben Sie ihnen? Fischfutter. Wer sind Sie, der Nachbarschaftswillkommensbote? Nein, genau genommen bin ich hier als Cop. Und es tut mir leid, dass ich Ihnen als meinen Nachbarn mitteilen muss, dass Sie gegen das Gesetz verstoßen. Vielleicht reinkommen?
Ich habe wirklich viel zu tun. Ich muss packen. Wohin fahren Sie? Julia, wenn Sie hier sind, um mich voll zu quatschen, wieso ziehen Sie dann keine Nummer und warten, bis Sie dran sind oder schreiben mir einen vergifteten Brief, den Sie an der Rezeption abgeben? Ich bin sicher, dass Sie ihn für Sie weiterleiten. Was wollen Sie von mir? Ich will meinen Mann zurück. Sie wissen doch genau, wo er ist. Woher sollte ich? Kelly war heute Morgen bei mir. Sie sagte, es gibt da etwas, das ich wissen sollte. Ja, wahrscheinlich die Tatsache, dass ich derjenige bin, der Schuld daran hat, dass die Daniel Trask-Geschichte aufgeflogen ist. Und, stimmt denn das? Haben Sie etwa Zweifel daran? Die Capfords sind bei neuen Leuten sehr vorsichtig. Sie sind auch bei mir sehr vorsichtig gewesen, deshalb frage ich. Nun, wahr ist für gewöhnlich das, wovon genügend Leute überzeugt sind. Das ist doch keine Antwort. Mein Mann verlor seinen Job oder gab ihn auf. Ich bin nicht sicher, was zuerst war, weil die Sache so verworren ist. Er übernahm die Verantwortung für Sie, wie sich also jetzt herausgestellt hat. Das tut mir sehr leid, Julia, okay? Das meine ich wirklich ernst. Es tut mir sehr leid für Sie, aber dass Mason gegangen ist, war seine Entscheidung und nicht meine. Diese verdammte Sache wächst mir langsam über den Kopf, aber ich bin immer noch hier. Ich schätze, wenn einem nicht bekannt ist, was es heißt, ehrenhaft zu sein, dann kennt man auch das Wort unehrenhaft nicht. Was ist passiert? Hä? Doch keine Katastrophe. Sie haben Ihre Firma noch. Das bedeutet mir nicht viel. Aber es bedeutet für Mason sehr viel. Und wenn er gegangen ist, damit die Familie die Firma nicht verliert, dann sollte Robert Barr wissen, wo er ist. Denn immerhin scheint er uns alle gut zu überwachen. Und wieso reden Sie da nicht mit Robert Barr? Ich hatte schon eine Unterhaltung mit Robert Barr. Er fand es amüsant und hatte nicht viel dazu zu sagen. Und wer bin ich? Wie sehe ich aus? Wie ein internationaler Spion? Ich weiß wirklich nicht, wieso und wohin Mason gegangen ist. Ich weiß gar nichts. Es ist ziemlich klar für mich, dass Sie der Grund sind. Was wollen Sie von mir? Was ist es, das Sie von mir wollen, Julia? Das würde mich interessieren. Wollen Sie mich zusammenschlagen? Bitte schön. Ich glaube nämlich nicht, dass ich mein Gesicht in nächster Zukunft noch brauchen werde. Erklären Sie das mal meiner Tochter. Ich will, dass irgendjemand das meiner Tochter erklärt. Tun Sie das vielleicht für mich, ja? Wissen Sie, ich kam her, weil ich dachte, dass Sie mir irgendwie weiterhelfen könnten. Ich dachte, dass Menschen, die so viel durchgemacht haben wie Sie, Verständnis für meine Situation aufbringen müssten. Aber offensichtlich scheinen sie nicht besser zu sein als der Rest der Welt. Ein wenig Eitelkeit, ein wenig Gier, ein wenig Selbsterhaltung und damit halten wir doch alles in Schwung, richtig? Richtig. Langweilig, aber wahr. Daddy? Einen Moment, bitte. Ich habe auf dich im Büro gewartet. Du hast gesagt, du kommst dahin. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe gestern mit Rick geredet. Du hattest recht, ich habe mich getäuscht. Ach was, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Doch, für mich schon. Ich habe ihm vertraut und ich habe ihn in die Firma gebracht. Und weißt du auch, ob er noch mehr Informationen an Mr. Barr gegeben hat? Nein. Aber ich würde gerne wissen, wie ich es wieder gut machen kann, weil ich nicht dein Vertrauen verlieren will. Meine liebe Tochter, du bist sehr jung. Du hast eine Schwäche, eine Vorliebe für einen gewissen Typ von Mann, dem du erlaubst, dich zu benutzen, was mich nichts angeht, wie du schon gesagt hast. Aber wenn dir wieder einmal danach ist, unsere Firma aufs Spiel zu setzen und meine Existenz und die deiner Brüder und Schwestern, dann will ich gewarnt werden. Und dann erwarte ich, dass du den Schaden behebst. Wenn du das nicht kannst, lass mich das machen und halt dich da raus, okay? Kelly, es tut mir leid. Das war heftig. Das kann man wohl sagen. Aber das wird es wohl gewesen sein. Er denkt an Mason. Ich wünschte, er würde damit aufhören. Mr. Barr, sagen Sie diesen Männern, sie sollen aufhören, ja? Haben Sie zu früh angefangen? Es tut mir leid. Ab morgen werden Sie vor neun keinen Mucks hören. Sie scheinen mich nicht zu verstehen. Sehen Sie den Gentleman da unten? Das ist ein hiesiger Unternehmer und ich bin sicher, dass er seine Lizenz nicht riskiert, weil er versäumt hat, eine Baugenehmigung einzuholen. Eine Genehmigung? Wofür denn? Das ist mein Haus. Ohne dürfen Sie nicht bauen, so laufen die Dinge nun mal hier in der Gegend. Dann bin ich sicher, dass Renfield Sie besorgt hat. Hat sie nicht, weil sie nicht konnte. Weil leider das Einverständnis der Nachbarn vorausgesetzt wird. Ich bin sicher, dass Sie sich irren. Die Umbauten hier stehen bereits im Originalplan des Hauses. Ein Anbau, der über mein Grundstück ragt? Das bezweifle ich. Dave! Macht eure Pause heute früher, okay? Und hören Sie! Rufen Sie Miss Renfield an, bevor ihr wieder hier anfangt!
Das hätten wir. Sehen Sie, wie gesetzestreu ich bin? Die Genehmigung habe ich morgen früh. Das glaube ich nicht, Mr. Byrne. Ob mit oder ohne Ihre Erlaubnis. Wissen Sie, ich weiß, was zu tun ist. Sie denken, Sie können ins Rathaus gehen und mit Geld um sich werfen? Das würde ich nicht versuchen. Ich habe Freunde dort und falls ich die geringsten Anzeichen von Korruption sehe, landen Sie schneller im Gefängnis, als Ihnen lieb ist. Wenn Sie schon streiten wollen, bitte, aber über ein interessanteres Thema. Sie haben wirklich Stil, das gebe ich gerne zu. Sie mauscheln ein wenig hier, ein wenig da, aber immer bloß ein bisschen für den Fall, dass sich jemand über Sie beschwert. Dann können Sie sagen, hey, das war doch nur ein kleiner Ausrutscher, halb so schlimm. Tja, ich muss mich vielleicht damit abfinden, dass Sie hier eingezogen sind, mit Ihrem unangekündigten Besuch. Ich muss mich damit abfinden, dass Sie meinem Bruder Geld gegeben haben, damit er auf die Schnauze fällt. Und ich muss mich sogar damit abfinden, für den Moment jedenfalls, dass Sie meine Frau immer so komisch ansehen. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es zulasse, dass Sie sich neben uns einen Aussichtsturm bauen, wo Sie dann Nacht für Nacht sitzen und in mein Schlafzimmer blicken. Wieso? Was würde ich denn in Ihrem Schlafzimmer sehen? Nur Vorhänge. Robert, ich dachte, Sie wären schon fertig. Nun, gestern Abend haben Sie mich im Badetuch begrüßt und da dachte ich, heute tue ich Ihnen den Gefallen. Spaß beiseite, ich bin von Ihrem Mann aufgehalten worden. Er gab mir ein paar nachbarschaftliche Ratschläge. Ich lasse Ihnen einen Kaffee servieren, während ich mich anziehe. Beeilen Sie sich bitte, der Helikopter wartet. Der was? Sie wollten doch alles sehen, oder? Ah. Hat denn dein Hubschrauber auch so einen Passagierausschmeißknopf? Darf ich fragen, was du hier tust? Ach, wir hatten nur so eine kleine Diskussion über Mr. Bars Bebauungspläne. Was sind das für Pläne? Er ließ sie fallen. Das ist sehr gut. Ist das die Statue, von der du mir erzählt hast? Wirklich, sie ist wunderschön. Hast du noch irgendetwas über Craig Hunt erfahren? Nicht sehr viel, bloß dass die Staatsanwaltschaft sehr großes Interesse an ihm hat. Offensichtlich hat diese Bankgeschichte, bei der er vor 8 Jahren erwischt wurde, ihn nicht auf den Pfad der Tugend zurückgeführt. Was will der nur von Barr? Geld wäre ein guter Grund. Und Sie sind nicht begeistert, wenn ich zu viel erfahre. Bist du sicher, dass du heute mit diesem Mann fliegen willst? Ich fühle mich sehr wohl bei Mr. Barr und jetzt habe ich auch gesehen, dass er nicht tätowiert ist. Hast du seine Narbe am Rücken gesehen? Ich sehe mir doch keine Männerrücken an, bloß deinen Schatz. Jetzt hast du aber genug spioniert, Inspektor. Denk an was anderes. Sie sieht genauso aus wie die Narbe hier. Aber die ist von einer Schusswunde. Hallo, amigo. Hi. Komm rein. Sind Cruz und Eden denn nicht da? Nein, tut mir leid, die beiden sind schon zur Arbeit. Ah. Nun, was deine Mutter meint, ist, dass beide weggingen und deshalb arbeiten. Das nimmt sie jedenfalls an, richtig? Stimmt doch. Ach, ist schon okay. Eigentlich wollte ich ja euch beide sehen. Das finde ich ja wunderbar. Was hältst du von einem gemeinsamen Essen, hä? Dein Vater sucht nach einer Ablenkung. Ich glaube, er versucht, von sich selbst abzulenken mit dem Zeug, was hier auf dem Boden liegt. Ich hab's ziemlich eilig. Trotzdem vielen Dank. Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um euch zu sagen, dass ich umziehe. Gut. Man sollte nicht in einem Hotel wohnen. Das ist nicht normal. Abgesehen davon ist es nicht gerade. Warte mal kurz. Hast du Probleme? Los, sag's uns. Papa, ich wollte nur, dass ihr es wisst und nicht denkt, ich würde einfach abhauen oder sowas. Das ist alles. Warum sollten wir das denken? Du hast doch gerade diesen Job bei den Capwells gekriegt. Wohin ziehst du denn? Das habe ich noch nicht entschieden. Und Mama, was diesen Job bei den Capwells angeht, das hat leider nicht geklappt. Was? Oh, hallo, Kelly. Hallo. Falls Sie Eden suchen, die haben Sie gerade verpasst. Was ist denn los? Oh, Ihr Sohn überrascht mich nun mal wieder. Immer wenn ich glaube, er würde den Anstand haben, sich zu schämen, verschwindet er plötzlich und taucht ausgerechnet hier wieder auf. Falls Sie Eden vor mir sehen, würden Sie ihr bitte sagen, dass ich sie suche? Ja, natürlich. Danke. Ricardo, was hast du denn angestellt? Ich rufe sie nochmal an. Hallo, Gina.
Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Nein, ganz und gar nicht. Ich wollte nur mit unserem Vorstand besprechen, was diese Fusion im Einzelnen für uns bedeuten wird. Sie wird natürlich vorteilhaft sein. Aber sicher doch. Was kann ich für Sie tun? Ich werde hier bei Amanti das Steuer in die Hand nehmen, sobald die Fusion durch ist. Und da wollte ich mich ein wenig umschauen und sehen, worauf ich mich eingelassen habe. Das werden Sie schon sehen, wenn Sie erst angefangen haben. Ich möchte gern vorbereitet sein. Bis jetzt wurden mir nur irgendwelche Kleider serviert. Ich weiß, wie Kleider aussehen. Ich habe sie mein Leben lang an- und ausgezogen. Was würden Sie denn noch gern sehen? Etwas Interessanteres. Ihre Bücher. Die Bücher? Oh, Sie wollen die Bücher sehen. Ach, wissen Sie, so leid es mir tut, wir haben die Bücher gar nicht hier. Wieso nicht? So wichtige Unterlagen sollten doch wohl verschlossen aufbewahrt werden. Ja, das ist klar, aber dafür sind hier einige Steuerberater und Buchhalter. Dort sind sie gut aufgehoben. Und wer überprüft deren Arbeit? Das tun die Rechnungsprüfer. Und danach schicken sie mir eine monatliche Finanzabrechnung. Vielleicht könnte ich die ja sehen. Wir haben die Fusion noch nicht durchgeführt. Ich denke, das ist doch... Was wollen Sie eigentlich verstecken, Sophia? Ich werde Ihnen liebend gern alles zeigen. Für wie viele Monate ist das? Das ist nur ein Monat, der vorletzte. So eine Menge? Kein Wunder, dass Sie so weit hinterher sind. Können Sie das nicht alles auf einer Seite zusammenfassen? Wieso zahlen Sie denn so viel in bar aus? Was soll dieser Unsinn? Das sind die Schecks. Die Schecknummern stehen an der Seite. Oh. Und wieso steht da nirgends, dass das Scheckausgaben sind? Gütiger Himmel. Das geht ja hier seitenlang so weiter. Tja, kein Wunder, dass Sie für Ihre eigene Garderobe kein Geld mehr haben. Oh. Wo steht, wie viel die Designer verdienen? Sehr wahrscheinlich unter Gehälter. $400.000? Ist das ein Witz? Das ist ja unglaublich. Das ist für alle zusammen. Und Sie wissen doch noch nicht mal, wie viele Designer wir haben. Das macht nichts. Wir werden das halbieren. Die Frühjahrskollektion entwerfe ich lieber selbst. Fällt Ihnen vielleicht ein guter Name ein? Ich meine für die neue Kollektion. Fashions by Gina. Die Timmons-Kollektion. Aber dabei denken die Leute an Gefängniskleidung. Ich sage Ihnen etwas. Ich schicke Ihnen einfach die Bücher und Unterlagen, die Sie haben wollen. Oh, ist das Aspirin? Na toll, genau das brauche ich jetzt. Wo finde ich hier Mineralwasser? Ich sehe schon, die Arbeit wird mir großen Spaß machen. Ah, hallo, guten Morgen oder guten Tag. Oh, sieh einer an. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Nur keine Panik, schließlich ist die grüne Witwe noch nicht aufgetaucht. Ich wusste gar nicht, dass wir konkurrieren. Tun wir auch nicht. Sind Sie keine Anwältin? Oh, doch. Sie sind aber nicht wegen der Stelle hier. Natürlich. Tja, ich war zuerst hier, also machen Sie sich auf einen Kampf gefasst. Ich habe einen neuen Haarschnitt, neue Schuhe und ich habe mich nach dem Aufstehen geohrfeigt, damit ich frisch aussehe. Ich rate Ihnen, appellieren Sie an Ihre Solidarität für Frauen, aber ich warne Sie, ich werde so charmant sein, dass Sie keine Chance haben. Vorsicht, Vorsicht. Miss Capwell ist eine verheiratete Frau. Nicht, dass sie das aufhalten könnte. Selbst der Ring, den Sie an meinem Finger sehen, hat sie ja in keiner Weise abschrecken können. Naja, sie ist vielleicht verheiratet, aber ihr Mann ist abgehauen. Und sie ist reif für ein bisschen männliche Aufmerksamkeit. Da wäre ich nicht so sicher. Aber wenn Sie mit der Tür ins Haus fallen, könnten Sie sie vielleicht vor den Kopf stoßen. Nein, nein, nein. Sehen Sie, Flirten ist eine essentielle und menschliche Aktivität. Es muss ja nicht auf Sex hinauslaufen. Solange Sie wissen, wie Sie wirken. Mr. Jeffries, richtig? Brian. Ich bin Julia Kepfer. Sie haben mich also auflaufen lassen, nicht wahr? Ehrlich gesagt waren Sie nicht aufzuhalten. Wir können uns dieses Vorstellungsgespräch sparen. Wir haben schon zweimal geplaudert und hier warten noch eine Menge Leute. Ich habe ja bereits Ihren Lebenslauf. Und Sie melden sich. Ich habe gehört, Sie suchen auch eine Sekretärin. Wieso können Sie tippen? Nein, aber möglicherweise hätten Sie jetzt nicht diese Art von persönlichen Problemen, wenn Sie eher den Mund aufmachen würden. Nur ein kleiner Vorschlag für Ihre Zukunft. Du steckst in Schwierigkeiten, oder? Ich habe den Job nur nicht so gemacht, wie Sie es erwartet haben. Das ist alles. Aber Kelly hätte dich nicht so angesehen und so geredet, wenn das alles wäre. Carmen, vielleicht geht uns das überhaupt nichts an. Wag ja nicht mir einzureden, dass mich meine Kinder nichts angehen würden. Gott sei Dank haben sie jemanden, der nicht denkt, dass man sie besser in Ruhe lassen soll. Was ist hier los?
soll ich das nicht erfahren? Ricardo hat uns gerade zu erklären versucht, wie er seinen Job verloren hat. Mama, ich habe ihn so verloren wie alles andere auch. Aber diesmal bitte ich euch nicht um Geld und erwarte auch keine Hilfe vom Gesetz. Ich wusste nur, ihr findet es raus und das wollte ich nicht. Ich weiß, dass ihr denkt, das kümmert mich nicht, aber das tut es. Bitte entschuldige, Mama, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ricardo, niemand schämt sich, wenn ein Mann einen Fehler gemacht hat und versucht, ihn zu korrigieren. Kannst du ihn korrigieren? Nein, nein, kann ich nicht. Kannst du es nicht versuchen? Ich muss jetzt gehen. Adios, mein Junge. Cruz, weißt du, was das bedeutet? Mama, wenn er will, dass du es erfährst, sagt er es dir. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Hören Sie auf, sich aufzuregen. Sie wollten doch alles sehen, oder? Dort links ist Delta Pharmaceutica. Wir haben die Firma erst kürzlich aufgekauft. Soll ich eine kleine Notlandung versuchen? Nur ein Witz. Sie verstehen wohl keinen Spaß. Wo haben Sie denn fliegen gelernt? In der Haushaltsschule. Sie scheinen ja bestens gelaunt zu sein. Ich fliege das Ding ganz gern, auch wenn mir große Flugzeuge viel lieber sind. Mein Bruder Channing und ich sind sehr oft geflogen, zum Beispiel in den Sommerferien oder Wochenenden. Einmal flog er über das Wasser und ich sprang rein und schwamm nach Hause. Ein Wunder, dass uns nichts geschehen ist. Channing ist leider tot. Er wurde doch erschossen, habe ich recht? Ist 5 oder 6 Jahre her. Ja. Wahrscheinlich haben Sie das aus den Zeitungen erfahren. Sie waren zu der Zeit nicht da, stimmt doch? Ja, Sie haben recht. Ich war zu der Zeit in Europa. Mein Vater hatte mich dorthin geschickt. Er dachte wohl, ich würde dort alles vergessen können. Ach, gleich da drüben befinden sich die Büros der lokalen Öl- und Gasverteiler, aber das Hauptwerk befindet sich ganz woanders. Ja, ich weiß, in Louisiana. Wo wurden Sie geboren? Ich habe gelesen, dass Sie in Chicago aufgewachsen sind. Bin ich da geboren oder aufgewachsen? Wieso antworten Sie auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage? Sind das da unten die Bohrinseln Ihres Vaters? Ja, alle sind nicht in Betrieb, aber alle gehören uns. Wollen Sie sie sehen? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, dass es noch so ein Kandidat wäre. Ach, nein, danke vielmals. Ich habe im Moment wirklich genug um die Ohren. Ich sehe seit 2 Stunden Bewerbungen durch, aber es war bis jetzt noch nichts Anständiges dabei. Du kannst dir nicht vorstellen, welche langweiligen Nieten heute schon in meinem Büro gewesen sind. Die ganze Zeit musste ich meine Augen vor ihren strahlenden Zähnen schützen. Keine Ahnung. Irgendjemand muss eine Annonce aufgegeben haben, dass ich ein paar Clowns brauche. Und zufällig sind sie alle in meinem Büro gelandet. Du hast keinen gefunden, ne? Du brauchst jemanden, der dir im Büro hilft. Ach ja, was du nicht sagst. Heute ist mir auch eine neue Kollegin ins Büro geschneit. Gina. Dankeschön. Vielen Dank, dass du mich auch noch an mein Unglück erinnerst. Bitte, keine Ursache. Wie beschäftigt bist du? Wie beschäftigt ich bin? Eigentlich müsste ich Tag und Nacht versorgt werden und bräuchte Windeln für Erwachsene, damit ich meinen Schreibtisch nicht verlasse. Was hast du da? Oh, sag schon, was ist das? Ein Medikamententestverfahren. In den nächsten 2 Wochen müssen wir uns mit Robert Barr wegen der Fusion rumschlagen. Und wenn unsere Aktien nicht steigen, dann sind wir draußen. Wir können kein Mittel auf den Markt werfen, das wir nicht getestet haben. Aber eine Pressenotiz wäre ganz gut. Wenn wir eine Testreihe an Patienten starten und die Presse informiert ist, interessiert das die Investoren. Aber du brauchst die Testergebnisse. Wie willst du um sie herumkommen? Du musst mir helfen. Wir haben keine Wahl. Wann kannst du anfangen? Mason würde das ganz sicher ablehnen. Mag sein. Also, wo sind deine Bewerbungen? Ich werde sie kurz durchsehen. Wir brauchen für dich einen Sklaven. Und es ist völlig egal, ob dieser Kerl ein Nervtöter ist. Die sind dann auch leichter zu feuern. Ich will meinen persönlichen Nervtöter wieder haben. Er kommt zurück, aber ich will nicht, dass du bis dahin im Sanatorium sitzt. Julia, ich will, dass du weiter in guter Verfassung bleibst. Wieso schreibt diese Frau ihre Leichtathletikmedaillen in den Lebenslauf? Ich sagte ja schon, es ist hoffnungslos. Nein, warte eine Sekunde, das klingt nicht schlecht. Veröffentlichung im Harvard Law Review. Angestellt bei Justice Brennan am obersten Gerichtshof, Volontär bei Amnesty International. Volontär, das erfindest du doch bloß. Mach ich nicht. Brian Jeffries.
Ja, ja, okay. Sie kriegen Ihren verdammten Schlüssel. Nur keinen Stress. Alle 5 Minuten hier. Hallo, Sohn. Hallo, Papa. Was ist los? Willst du sie einschlagen? Kann ich denn kurz reinkommen? Aber ja. Danke vielmals. Schon gut. Na ja, ich bin gerade hier vorbeigekommen und da habe ich mir gedacht, sicher sucht er eine neue Bleibe. Hm, und wo? Vielleicht bei mir. Bei dir. In Crews Wohnung. Ich denke nicht. Das würde nicht gut gehen. In Ordnung, ganz wie du willst. Ich habe die Morgenzeitung mitgebracht. Naja, der Manager klopft bereits alle 5 Minuten. Sie wollen ihren verdammten Schlüssel. Ich habe jetzt keine Zeit für Anzeigen oder Mietbewerbungen. Ich werde einfach in ein Hotel ziehen oder so etwas. Mal sehen. In Ordnung. Ich will nur, dass du eines weißt. In meiner Nähe hast du immer einen Platz zum Schlafen. Verstanden? Du wärst bestimmt nicht so gastfreundlich, wenn du wüsstest. Hör mir einfach mal eine Minute zu. Was immer du getan hast, ich war schlimmer. Gott. Das ist eine furchtbare Qualifikation für einen Vater. Außer in Zeiten wie diesen. Als ich in deinem Alter war, habe ich getan, was ich wollte und wann immer ich es wollte, ja? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Aber du meinst, du hast keine Wahl. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, wie Kelly Capwell dich angesehen hat. So etwas darf nicht nochmal geschehen, verstanden? Ach übrigens, ich habe da ein wirklich nettes Motel. Nein, es ist kein wirklich nettes Motel, es ist ein billiges Motel. Nur für den Fall, dass Geld eine Rolle spielt. Langsam spielt es bei mir eine Rolle. Ich habe den Roomservice hier stark strapaziert, ganz zu schweigen von meinem Buchmacher. Du hast einen Buchmacher? Das finde ich toll. Also, auf geht's. Schnapp deine Taschen. Deine Anzüge werden ja ganz zerknittert. Komm schon, gehen wir, Vamanos. Kein Trinkgeld. Keine Angst. Und Sie glauben, dass das Ding sicher ist? Das Ding ist einer der ersten Streiche meines Vaters und es produziert noch ganz ordentlich. Sieht so aus, als wird hier überhaupt nichts produziert. Naja, wir schließen jedes Jahr für 2 Wochen, um alles zu überholen und zu reparieren. Wieso denn noch reparieren? Bohrinseln wie diese werden gar nicht mehr gebaut. Wie soll eigentlich diese Schlammpumpe funktionieren? Etwa mit einem Esel? Delfine. Haben Sie etwa die Absicht, mir einen möglichst schlechten Eindruck von Ihren Besitztümern zu vermitteln, damit ich mein Geld auf der Bank lasse? Ich verstehe Sie nicht. Unsere Profite beeindrucken Sie nicht, ganz abgesehen von unserer Geschichte. Und schon gar nicht beeindruckt Sie unser Inventar. Ich frage mich, wieso Sie mit uns fusionieren wollen. Ist doch egal. Hauptsache, ich weiß, wieso. Sind Sie verheiratet? Das hatte ich Sie noch gar nicht gefragt. Nicht verheiratet. Geschieden? Welche Art Frage soll ich stellen, damit ich eine Antwort erhalte? Wenn ich denken würde, dass Sie wirklich Interesse an mir hätten, wäre das eine andere Sache. Aber das haben Sie nicht. Ich falle nicht darauf rein, wenn Sie versuchen, mich abzulenken und zu verwirren. Oder haben Sie allen Ernstes gedacht, ich durchschaue nicht so ein Spielchen? Ich bin doch kein Anfänger. Nein, ganz sicher nicht. Hey, sehen Sie das da draußen? Was? Da, da sind Delfine. Ganz viele. Wohin wollen Sie um diese Jahreszeit hinziehen? Ich schätze die Folgen einem Ruf der Natur, den wir nicht hören. Wir folgen anderen Dingen. Ob die uns auch sehen und sich fragen, ob wir nichts Vernünftiges zu tun haben. Wow, wow, wow! Halte sie! Vorsicht! Es war knapp. Geht's Ihnen gut? Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sollten jetzt besser wieder gehen. Haben Sie angerufen, um mich wegen des Jobs zu treffen? Oder hat Sie der Teufel geritten? Setzen Sie sich. Brian, Brian, Brian. Ich habe zufällig Ihre Bewerbungsunterlagen gelesen und entdeckte dabei ganz Erstaunliches.
Auf dem Papier sind Sie eine sehr große Nummer. Und wenn Sie es nötig haben, sich für einen Job wie diesen zu bewerben, dann können Sie im Kopf nicht ganz richtig sein. Nun, das hat man mir schon mal gesagt. Ich dachte sogar daran, jemand anderen zum Vorstellungsgespräch zu schicken. Ich habe einen Freund, einen Ex-Missionar. Er verkauft Schiffe in der Sahara. Julia, haben Sie noch einen Wunsch? Bringen Sie uns eine Flasche von Ihrem besten Wein. Nicht für mich. Dann Mineralwasser. Gern. Ich liebe Bars, doch ich trinke nicht gern. Ganz egal, mein Freund, der Missionar, kann... Lassen Sie uns doch mal Klartext sprechen, sonst kommen wir ja nie auf den Punkt. So ist es doch, aber wie dem auch sei. Sie haben völlig recht. Ich hätte Sie nicht zu einem noch größeren Irren machen sollen, als Sie ohnehin schon sind. Na egal, irgendwie bin ich froh, dass ich es getan habe, weil ich mit Ihrer Art schon ganz gut umgehen kann. Es ist mir zu Ohren gekommen, Sie würden kleine Kinder und Hunde umrennen, verfolgen Klienten, was mich beinahe dazu zwingen würde, Überwachungskameras anzubringen. Ich werde Sie einstellen, weil ich verzweifelt bin und Ihre Gehaltsvorstellung okay ist. Aber wir sollten uns über zwei Dinge klar werden. Nummer eins. Sie können gehen, wann immer Sie wollen, und natürlich gilt das für mich ebenso. Nummer zwei. Ich will nicht von Ihnen umschwärmt werden. Ich will, dass Sie mir helfen. Und was diese Flirtgeschichte angeht. Zur Not komme ich auch ohne Flirten aus. Gut. Gut. Und falls Sie in mir eine Frau sehen, die denkt, dass Verheiratetsein eine veraltete Konvention ist, dann haben Sie recht. Nur meine ich damit nicht die Ehe an sich. Ich spreche von meiner Ehe. Ich kenne keinen Mann auf der Welt, der meinem Mann das Wasser reichen könnte. Es gab sie vielleicht in der Vergangenheit, zum Beispiel Lord Byron, aber die Hauptsache ist, verströmen Sie bitte keinen Sex noch sonst irgendwas, nicht einmal Mundwasser im Büro, einverstanden? Was passiert, wenn ich versehentlich bemerke, dass Ihre Augen aussehen wie Blumen im Abendwind? Ich kenne einen guten Therapeuten. Hallo? Sollte ich mich lieber erst umsehen? Keine Ahnung. Zielt denn jemand auf Sie, Rick? Sie sehen aus wie jemand, dem man auf die Schliche kam. Und ich frage mich, wie konnte das nur passieren? Also ganz sicher habe ich keine Namen genannt, aber ich bin froh, dass ich Sie meine Absichten auch ohne Rechenschieber erkannte. Ich mag keine Fälschung. Zwischen zwei Stühlen zu sitzen ist schwierig. Auch bei noch so großer Kondition verlässt sie irgendwann die Kraft. Nett gesagt, Gina. Ich mein's ernst. Ich finde Ihr Lächeln entzückend und lieblich. Und ich freue mich für Sie, dass Sie so zufrieden sind, Sie gerissene, hinterhältige kleine Katze. Aber ich sag Ihnen was, Liebste. Falls Sie in Ihrem Katzenklo ohne Licht schlafen, machen Sie es besser an, klar? Warte, Rick. Halten Sie sich gut fest, ja? Ich glaube, ich habe den Fuß nur verrenkt. Sie werden es doch nie alleine nach Hause schaffen. Doch, das schaffe ich schon, das schaffe ich. Aber ich glaube, ich muss eine Schmerztablette nehmen. In Ordnung. Wollen Sie sich eigentlich nicht für meinen Rückflug bedanken? Finden Sie nicht, dass ich gut fliegen kann? Das wäre so, wenn Sie nicht gerade hier gelandet wären. Aber der Strand war zu voll und bei Ihnen waren zu viele Kinder. Das ist richtig. Dankeschön. Gern geschehen. Und nichts klauen, während ich die Tablette hole. Wo steckt Ihr Boss? Was meinen Sie? Ach so, Sie sind eine von denen. Ich bin Craig. Erst habe ich eine Stunde Verspätung und dann werde ich noch nicht mal abgeholt. Wieso schickt Robert keinen Wagen? Hey, weil ich dachte, dass du in einer Kutsche ankommst. Sechsspännig wie gewöhnlich. Nein, Robert, diesmal ist es nur eine Limousine. Bitte sehr. Danke. Wer ist das? Oh, ich dachte, du und Mrs. Castillo hättet euch schon bekannt gemacht. Oh, es tut mir leid. Sie dürfen das, was Craig sagt, niemals ernst nehmen. Er hat die Angewohnheit, Dinge zu sagen, die er dann wieder zurücknehmen muss. Ach, schon gut. Und nachdem ich das jetzt weiß, werde ich Ihnen verzeihen. Wollen Sie nicht bleiben, bis das Aspirin gewirkt hat? Nein. Ich werde mir zu Hause etwas Eis drauflegen. Hat mich gefreut, Craig? Ja, mich auch. Wir sehen uns noch, Robert. Verrenken Sie sich den anderen Fuß nicht auch noch. Und danke für die Tour. Und ich danke für die Hilfe. Warten Sie mal. Was wird aus Ihrem Hubschrauber? Ich schicke jemanden vorbei. Und klauen Sie ihn nicht. Oh, verdammt. Ich habe sie nicht erkannt. Ah, jetzt muss sie mich für einen Vollidioten Wieso halten. Wieso denn? Sie ist doch ein kluges Kind. Sie hat bestimmt gesehen, wie gut du angezogen bist. Du hast doch genug mit. Du wirst es nicht glauben. Das Gepäck ist... Und deine Quellen sind...
sind ziemlich mies. Er hat nicht mal einen Akzent. Und es hätte auch nichts zu bedeuten. Du als Italiener bist hier mehr zu Hause als ich. Hör zu, Gina, wenn du mich beleidigen willst... Wie kommst du auf Beleidigung? Weil sich alles wie eine Beleidigung anhört. Also schön, ich weiß, dass du einen Fuß in die Tür deiner neuen Geschäftspartner kriegen willst. Aber je mehr ich höre, desto mehr glaube ich, du solltest dein Geld da rausnehmen. Mach mal Ferien und geh mit Brandon in ein Pfadfinderlager. Vielleicht könntet ihr der einen oder anderen Oma über die Straße helfen. Red nicht so einen Unsinn. Heute bekam ich einen ersten Eindruck davon, was es heißt, Chefin in der eigenen Firma zu sein. Es gibt so viele Dinge zu erledigen. Klar, Sophia hält mich für blöd, aber sobald ich alles durchschaue, lasse ich mir von niemandem mehr reinreden, nicht mal von Robert. Ja, du erledigst alles alleine, gleich wenn diese elende Fusion klappt. Wieso denn nicht? Ich habe aufgepasst. Ich weiß genau, wie es geht. Ich habe viel gelernt. Oh nein, nein, nur die unwichtigen Dinge des Lebens. Ist schon okay, Gina. Nur weiter so. Du findest deine Nische. Aber sei nicht überrascht, wenn sie plötzlich zu deinem Gefängnis wird. Ich gehe mal telefonieren. Nein, gar nichts, gar nichts. Bitte, wir müssen ganz sicher sein. Ich will es wissen und mein Vater will es auch wissen. Ob Robert Barr sonst noch was weiß. Ich hab doch gesagt, nein. Abgesehen davon ist das doch blöd. Wieso fragst du mich das, obwohl wir beide wissen, dass du keinen Grund mehr hast, mir zu glauben? Es gibt nicht viele Möglichkeiten herauszufinden, was Robert Barr weiß. Wollte er nicht noch andere Informationen von dir? Selbstverständlich. Was denkst du denn? Unsere Strategie, was? Natürlich auch das. Und was hast du ihm gesagt? Ich sagte ihm, ich finde es heraus. Soll das heißen, du hast nichts verraten? Ich habe gesagt, dass ich alles, was ich herausgefunden habe, für mich behalten werde. Aber wieso denn? Warte mal, komm schon, jetzt nur aus reiner Neugierde. Du hast dich doch schon mal an ihn verkauft. Moment mal, hör mir zu, Kelly, ich habe niemals Geld genommen. Wofür hast du es dann getan? Wegen seiner schönen Augen? Hm, ja, ich glaube, das stimmt. Wegen seiner Augen. Was sollte dich dann abhalten, es wieder zu tun? Moment mal. Du hast es nicht gewollt, deswegen hast du es nicht getan. Was hat Robert Barr gegen dich in der Hand? Du bist bei mir an der falschen Adresse, Kelly. Du kannst aufhören. Aber dann hilf mir, mach schon. Kannst du nicht wenigstens das für mich tun? Ich will nicht von dir gezwungen werden, schlecht über dich zu denken. Und genau darum sollst du mir helfen. Um dich geht es doch gar nicht, Kelly. Du kannst dich da raushalten. Bekommen wir noch Gebote vom Osaka-Grundstück? Ja. Leider unter Marktwert. Ich frage mich nur, wieso das so ist. Wenn du nichts dagegen einzuwenden hast, verkaufen wir das Tokyo Convention Center. Wir ziehen uns raus aus Tokio und schließen alle unsere Büros. Bauen mehr Hotels an der Normandie-Küste. Übrigens ein sehr heißer Tipp, weil der Tunnel bald fertig wird. Sehr witzig. Meinst du, ich verlasse Japan? Da komme ich doch nie wieder rein, das weißt du doch. Dabei denke ich doch nur an die nächsten zwei Wochen. Und ich denke ans Abendessen. Sollten wir uns nicht was bestellen? Nein, nur über meine Leiche. Mir steht dieses Zeug bereits bis hier. Du wirst mich ausführen. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich bin es leid, auf diese Karte zu starren. Ich hoffe, Delta kommt durch. Was hat Julia davon gehalten? Ach, sie hofft, dass sie bis morgen etwas aufsetzen kann. Was ist denn das? El Diabolo. Das ist ein Haufen Sand und Schweiß, den jemand in das Geschäft steckte. Der Abschluss war in Rio vor 10 Jahren. Und was haben wir da? Vielleicht einen Golfplatz oder eine Sandgrube, ich weiß nicht. Komm jetzt. Darf ich dich bitten? Na klar, du darfst. Unser gemeinsamer Vater hat dir gefragt. Und wenn schon, interessiert mich nicht. Er will wissen, wie es hier so läuft. Deine Geschäfte. Es läuft gut. Schwierig, ja? Nein, es ist eine familieninterne Operation. Das heißt, an das ranzugehen. Und wenn dich jemand wie ein Ei ausbrüten würde, würde dir das auch nicht gefallen. Manchmal werden die Verhandlungen eben sehr persönlich. Das ist nun mal so. Aber es ist schwierig für den Boss. Was soll das heißen? Nur eine kleine Warnung. Aber du weißt ja, wie er ist. Eine Warnung? Bei Verhandlungen auf persönlicher Ebene kannst du schnell persönlich werden. Er will das nicht. Das geht ihn kaum was an. Was wird dann wohl passieren? Er fragt sich, was dann passiert. Es läuft alles in seinem Sinn. Ja, mein Name ist Craig Hunt. Mit wem spreche ich denn? Ja, meine Reservierung. Deswegen rufe ich ja an. Es ist wie verhext. Ich habe vergessen, wann ich reserviert habe. Ich bin so beschäftigt. Es könnte passieren, dass ich absagen muss. Nein, ich weiß nicht genau, wann die nächsten Termine liegen. Also, kein Problem. Vielleicht kriege ich einen anderen Fahrer. Danke vielmals. Ja. Eben
Was ist denn mit dir passiert? Gar nichts. Du brauchst wirklich nicht in Panik zu geraten. Es war kein Unfall und auch kein Überfall. Da bin ich aber froh. Ich bin auf der Bohrinsel wohl etwas umgeknickt. Holst du mir ein bisschen Eis? Ist der verstaucht? Nein, nur verrenkt. Was wolltest du auf der Bohrinsel? Das ist so blöd. Ich wollte Robert Barr überzeugen, dass unser ganzer Besitz nicht wert ist, sich den Kopf zu zerbrechen. Und glaubt er dir das? Nein. Ich sehe jetzt ein, wieso du so nervös bist nach deinem Treffen mit Mr. Hunt. Zum Glück war Barr da, er hat aufgepasst, dass ich nicht falle. Wie meinst du das? Er fing mich auf. Erzähl das genauer, ja? Mit seinen Händen. Sonst wäre ich wohl ertrunken. Was du nicht sagst. Oh, oh, das ist kalt. Das muss dir einen ganz schönen Schrecken eingejagt haben. Weißt du, was komisch war? Ich dachte, ich sehe mich selbst. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, es war ganz genau so wie in diesem Visionenkurs.